mal nicht dabei. Ich bin mal sehr gespannt auf meine Stimme, weil wenn man seine eigene Stimme hier anhört, ist es ja komplett anders. Bestimmt, das ist voll scheiße. Gay Club, please be on my team. Ich wette mit dir, dass meine Stimme so im Arsch ist. Okay, warte. Revolver Yoshi. Okay, Gates, hinter dir ist die Wüste, ne? No, he's my friend. Also Yoshi, ne? Ist mein Team jetzt? Mit? Revolver Yoshi. Okay. Der ist... Wo ist der? Keine Ahnung. Aber immer wenn Leute sagen, ja, ich will in deinem Team sein, rennen sie aber dir nicht hinterher. Mosquito will auch. Warte. Mosquito ist noch im Spiel. Wie wird er geschrieben nochmal? Mit U, Mosquito. Das müsstest du doch wissen. Ja, ich muss jetzt. Ob Doppel oder so. Das Problem ist, die wissen nicht, dass wir in deinem Team sind, Gate. Ach so. Das ist doof. Dann schreib dazu. Hab ich gerade gemacht, aber ich weiß nicht, ob sie es noch gelesen haben. Ich laufe ja sowieso weg. Wir gehen in die Wüste? Ich lauf in die Wüste. Okay. Gate ist ja hinter der Wüste, also können wir direkt dorthin rennen und uns treffen. Gut. Los geht's. Komm schon. Nimmst du schon auf? Ja, natürlich. Achso, okay. Muss ja. Muss ich sag schon gar nicht mehr Hallo, weil man so schnell sagt, Hallo an alle Zuschauer. Ich laufe weg und scheinbar mag Yoshi mich. Key Blue wurde. Ich überall Leute mit Schwertern. Oh. Ich glaub, aber ich bin tot. Wayne hat schon was gemacht. Oh mein Gott, das ist hier Isaac. Wie cool. Hallo Isaac. So. Ich laufe jetzt mit Yoshi. Und mit mir. Ah, und mit mir. Und jetzt haut mich fast in die Kakteen. So. Wie ihr nicht mein Essen mitnimmt. Yay, ich hab einen Keks, danke. Hä, bist du schon tot? Ja, da war einer im Stand. Oh scheiße, sorry. Warte. Ja, hau ihn rein. Jetzt nein, nicht Yoshi. Nicht Yoshi. Achso, es ist Yoshi, stimmt ja. Oh, schade. Was passiert? Ah, wir sind da jetzt da reingefallen. Oh, fuck. Oh, ja. Er ist alleine rein. So gemein. Ah, ich bin nein. Ey, das was ist denn da unten? Gate, Button. Drück mal bitte den Knopf. Ich flüchte. Ich komm da nicht rein. Wollt ihr nochmal drücken? Ey, der Typ ist einmal da unten. Ist Yoshi jetzt tot? Was? Nein, er ist irgendwo da unten drunter. Da ist ein Tunnel. Da wird man nicht zerquetscht. Da! Yoshi! Kleintunnel. Leute, hier verfolgt mich einer. Der kommt jetzt. Ah, ich bin neben euch. Einfach in die. Oh, scheiße! Revolver Yoshi. Ich renn einfach weg. Und scheinbar kennt Revolver Yoshi Mosquito. Das heißt. Nein, Revolver Yoshi, tu es nicht! Der Typ. Gate, lauf weg! Da ist einer hinter dir! Lauf weg! Okay. Ich versuch mal hier was zu reißen bei diesem Sandding. Ah, Knopf ist auf der anderen Seite. Ah, warum? Jetzt kommt er zu mir und tötet mich. Ja, geht. Der Typ hat uns noch nicht gesehen. Darf ich hier rein? Anderen Seite, da ist nur was zum Verzaubern. Auf der anderen Seite unten ist der Knopf. Okay. Und zwar rechts von dir. Gate, hast du einen Knopf gefunden? Da kann ich nämlich reinrennen. Ja, ich guck gerade. Rainy hat mir gesagt, wo es ist. Und da, du musst nur aufpassen, dass der Typ da hinten dich nicht sieht. Okay, ich drücke den Knopf. Okay, ich bin bereit. Ich habe den Knopf gedrückt. Muss dich beeilen, das ist wirklich ganz kurz. Okay, ich drücke den Knopf. Hier ist der Typ mit dem Schwert, der hat mich getötet. Gate, da oben liegt ein Keks für dich. Wo? Hier, weiter hoch, rechts. Ah, da, danke schön. Das war eine blöde Runde. Ja. Seid ihr schon alle schon tot? Yoshi auch? Ich wurde gerade von irgendeinem Typ getötet. Ja, weil wir alle keine Waffen hatten, dann haben wir keine Chance. Verdammt. Oh geil, sieht das cool aus. Geld, ich komme zu dir und schick dir mein... Damit kann man dann halt sein Schwert verzaubern. Oh, so. Dammit, ich hab gar nichts. Kann man das nicht auch irgendwie noch so brennen lassen oder so, wenn man viel... Geld, drück den Knopf auf der anderen Seite, renn ganz schnell rüber und dann geh da rein. Das ist ganz kurz offen, aber ich denke, das wirst du schaffen. Da ist, glaube ich, was drin. Ne? Ich versuch gerade... Hier bist du, aber wo sind die anderen? Da. Ach, da ist der Knopf. Ich probier's. Hier ist mein Keks. Ja, aber ich muss erstmal versuchen, rüberzulaufen. Schnell. Und jetzt hier runter. Und das ist noch nicht offen gewesen. Also davor stehen und warten und gleich durchrennen. Pass auf. Das geht gleich. Schnell. Oh mein Gott. Verdammt. Da ist eine ganz große Truhe. Und da steht Exit-Button. Und in der Truhe... Ach, ist das scheiße.
wenn du den Knopf drückst, noch nicht rennen, wenn die Steine zugehen, sondern erst danach losrennen. Und dann geht die Tür erst auf. Also Knopf drücken. Ja. Und jetzt warten. Und jetzt gehen die Steine. Und jetzt rennen. Hinter dich. Geil. Das war ja fies. Das war ja gemein. Ist aber toll gemacht, finde ich. So mit Pyramiden. Ja, Jones-mäßig. Das war wirklich toll gemacht, aber jetzt muss ich gucken, was ich als nächstes mache. Ich laufe nochmal oben rüber. Das hat bestimmt viel Zeit gebraucht. Aber das war ein bisschen enttäuschend. Eine große, wirklich eine große Truhe und dann sind da nur Lederschuhe drin. Das ist ein bisschen langweilig. Da war es so schwer, auch da auch noch dran zu kommen. Das auch noch. Aber wenigstens habe ich das erste Mal irgendwie was gesehen und gefunden und nicht gefunden, aber hier, ne? Was erlebt. Du bist immer der letzte Überlebende hier mittlerweile. Das nein, geht weg. Gate, du machst dich. Achso, wenn man springt, ist man schneller. Ich bin sogar Künstler. Wurde auch mal Zeit. Naja, aber ich habe einfach nur Glück, weil keiner mich ernst nimmt. Ja, genau, geh in die Schneewelt, da kannst du dich so farblich anpassen, da sieht dich niemand. Hauptsache die scheiß Zombies. Mein Texture-Pack kennt man ihn kaum. Die sind ja sowieso strunzdumm. Das macht sie ja gerade gefährlich, ne? Ist hier irgendwas vielleicht an der Seite, an der Klippe oder so? Hier ist eine Kiste. Ja, geht hier geradeaus, rechts von dir. Da. Geil, Samen. Geil. Ich glaube, hier sind überall nur Samen. Hier ist eine Kiste auf dem Baum. Wo? Weiter in die Insel rein. Links von dir. Ah, da, ich sehe. I see. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Weil hier will auch keiner hin. Ich glaube, hier bin ich sicher, weil hier keiner hin möchte durch die Scheiße. Du musst schon vorher irgendwo auf dem Baum. Am besten. Ich weiß nicht, wo kommst du noch rauf? Such den Baum. Ist euch schon mal die Truhe hier oben aufgefallen? Ja, da geht er gerade hin. Weiß jemand von euch, ob Springen auch mehr Hunger kostet? Nein. Ja. Springen kostet mehr Hunger. Echt? Ja. Das heißt, wenn man rennt und dabei springt, ein bisschen schneller, das kostet aber viel mehr Hunger. Also lohnt sich das eher nicht, oder? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob man wegrennt, ne? Ja, dann schon, aber... Oh, der ist weit weg von schon. Dir. Oh, Mann. Du musst ja nicht ganz nach oben, um an die Kiste zu kommen. Ach so. Ich glaube, von hier kommst du schon. Oh, Samen, yay. Oh, geil. Nee, ich glaube, das liegt aber daran, dass sie noch so neu ist, die Map. Ja, die haben die noch nicht fertig gemacht. Die kann ja wohl nicht sein, dass überall nur Samen sind. Aber ich atme einfach rein. Wieso ist denn überhaupt was drin? Das verstehe ich nicht. Das muss doch irgendjemand eingestellt haben. Deshalb ist ja wohl auch keiner, weißt du? Weil einfach Schnee ist noch nicht fertig. Und deshalb. Aber wenn du zum Schloss gehst und da in den Brunnen springst, da unten in dieser Kanalisation, da richtig viel Zeug. Das Problem ist, bei dem Schloss ist ein Spieler. Okay, wo ist der Brunnen? Hier rein, hier einfach in den Brunnen. Hier in den Brunnen? Ja. Ich bin unter dir, Geld. Okay. Ich bin in dir. Oh, ist so dunkel. Oh mein Gott, Moment, unheimlich. Nein, der Spieler geht in den Brunnen rein. Rennt. Der hat ein Holzschwert. Okay, Gate, ich guck mal, ob ich eine Kiste für dich finde. Du bist jetzt von hinten hier. Du musst nämlich ein bisschen hochklettern. Ich guck dann schon mal, hier ist eine Kiste relativ nah. Oh, wie dunkel es einfach ist. Geradeaus und ein bisschen links in dem Gang ist eine Kiste. Ich hab gerade meinen einzigen Weg nach draußen kaputt gehauen. Ja, der Typ kommt langsam auf Gate zu. Aber dafür stirbt er auch, der mich gleich umbringen wird. Ach, du hast. Ich hab auch versehen die Liane gehauen, weil ich dachte, sie wären. Dann mach alle kaputt, Gate. Schnell. Dexter, ich komm nicht durch dich durch. Ja, Gate stirbt jetzt eh. Du bist ein Troll, ne? Und wer wird's schaffen? Jetzt musst du nur zugucken, wie du stirbst. Hä, der rennt weg. Los, Gate, mach ihn fertig. Verdammt! Oh, Gate, ich war so. Du kriegst ihn! So, jetzt will ich ihn sehen, wie er da rauskommt. Nämlich gar nicht. Wollen wir gucken, wie er stirbt? Er stirbt nicht, er verrottet da einfach. Oder? Flachs. Der kann hinten wieder raus. Nee, der kann aus dem Dings raus, stimmt. Oh, schade. Verdammt. Er kann raus? Ja. Oh, dann hätte ich auch raus können. Nein. Nein, er war ja zwischen dir. Obwohl, du hättest versuchen, vorbeizurennen oder so. Das hättest du probieren können. Verdammt. Aus dem Wasser raus, ach so. Ja. Alles. Ich möchte jetzt gucken, was ich mir wieder verbaut habe. Ich bin so dumm. Ach, geh mal.
Ja, okay. Wir sind doch Geister. Wieso kann ich nicht einfach an dir vorbeigehen? Oh, in your face! Benehmt euch, Kinder. Was ist hier los? Ihr habt hier so wieder Krach gehört. Okay. So, okay, gucken wir mal. Wo wäre ich denn gewesen? Hier und dann... Da unten wäre was gewesen. Ah, okay. Was gibt's so, hier so? Hier waren wir gewesen. Doch schon. Moment, hier gibt's irgendwo eine Spalte. Da ist eine Truhe drin mit einem Silberschwert und Silberschuhen. Das war hier. Oh, das wäre schön gewesen. Wäre ich nicht so blöd. Nee, ich weiß nicht, ob das da und gewesen ist. Wie kommt man hier wieder raus? Da gibt's einen anderen Brunnen. Der führt einen dann zu in der Burg. Also dann ist man da auf dem Burggelände. Burg hinein. Ja. Moment, da ist ein Schalter. Ist es der? Keine Ahnung. Vanni hat das gemacht. Ich bin wieder mal nur hinterher gelaufen. Ach so. Ja, so machen wir uns richtig abhängig von ihr. Das weißt du schon. Ja. Ich kann dir das alles erklären hier. Mal gucken, wer noch lebt. Lebt meiner noch? Yay! Ups. Gucken wir doch mal. Hallo, Moskito. Hier, warte. Ja, Moskito ist schon tot, leider. Was? Wann? Ja. Gestorben. Nein, ist nein, Moskito lebt noch. Hä? Warum stand denn im Chat, dass er okay. Ich geb dir meinen Keks, Moskito. Wo ist Moskito? Ich will auch meinen Keks ihm geben. Ja, port dich einfach her. Yay. Oh, was ist das denn? Little Death sieht ja auch cool aus. Ah, dieser 612B und Moskito machen anscheinend Team. Sind ja auch, sind auch beide gelb, ne? Ja. Hier, mein Keks, nimm meinen Keks. Retro-Coffee. Achtung, Zombies! Ah. Ja, jetzt bin ich besonders. Ist immer so scheiße, wenn man nur zugucken kann. Ja, aber gleichzeitig merkt man wenigstens, dass etwas passiert. Hoffentlich aber dafür können wir die Zombies knuddeln. Kommt her. Ja, ich habe Jesus hier auch geknuddelt. Ist Metro... Warte mal, Metro? Retro-Coffee, achso. Oh, die Sonne geht auf, wie schön. I hate Mobs, richtig. Sogar Moskito mag Mobs nicht. Nein, nicht töten, ich will mit den Zombies knuddeln. Also, ja, die wollen dich auch umarmen. Guck doch, wie sie laufen. Ja. Nein, tötet sie doch nicht. Sie wollen doch nur Liebe. Oh, ihr seid gemein. Zombies sind so missverstanden, ne? Ja. Also wir können mit den anderen reden, mit den anderen Toten können wir reden, ne? Ja, ja. Mhm. Okay, mit denen will ich aber nicht reden. Ich guck mir jetzt mal kurz. Oh mein Gott, Moskito! Vorsicht! 5 Stück! Bisschen unfair. Aber nur ein bisschen. Ich guck mir auf jetzt mal einmal kurz diese 5. Guck mal, wie geil er kämpft. Boah, Level up hier. Bringt aber gar nichts. Hoffentlich hat er genug Essen. Wo ist denn der andere, dass er mal sagt, soll ich runterkommen? All the keys must be activated. Oh, das ist aber fies. Wie viele sind hier denn überhaupt noch? Ja, ihr müsst mal zur Hölleninsel kommen. Hier gibt es so richtige Jump'n'Runs. Habe ich schon ausprobiert. Ich wäre gestorben. Ey, das ist ja heftig. Wie soll man das schaffen? Was gibt es hier oben überhaupt so Besonderes? Gibt es irgendeinen Gegenstand Samen oder so? Yeah, Samen! Wo ist hier Jump'n'Run? Da auf der Insel. Bei der Hölleninsel, da ach, wo da fließt. Alter, ich sterbe. Okay, ich probiere mal. Guck dir das mal an. Boah, jetzt schießt da sogar ein Skelett noch. Heftig. Alter, wie willst du denn hier über den Lavahaufen kommen? Da fängst du automatisch an zu brennen. Warte mal kurz, lass mich mal. Ich versuch gerade, ja. Das funktioniert doch gar nicht. Es geht nicht, du brennst. Also auf jeden Fall, vielleicht musst du das in Kauf nehmen. Das kann ja sein. Warte, ich hab's gerade geschafft. Es funktioniert. Okay, warte, ich will mal aufhören zu brennen. Das wäre cool. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Jetzt sind es glaube ich schon 3. Ah. Ich spawn einfach sehr, sehr viele Gegner jetzt. Wo sind die Leute? Ja, richtig, 612B. Da hast du vollkommen recht. Aber ich bleib mit. Wayne hat Spaß, sie tanzt immer wieder auf dem Tisch. Wayne, tanz yeah. Oh yeah, die ganzen Zombies um sie herum, das ist total symbolisch. Die stecken mir gleich Gold zu. Gold auch noch, aua. Das macht aber nicht, also man brennt beim aber wie sollen sie dir den Gold zustecken, wenn du keine Hose anhast? Das ist so gemein, ne?
Musst du wieder die alten Sachen rauskramen? Bin schon fast drüber hinweggekommen. So alt ist er auch noch nicht. Guck mal, der guckt dir noch zu, der Zombie. Na, jetzt wäre ich tot. Du hast einen Liebling. Die versuchen gerade dieses komische, unmögliche Jump'n'Run mit diesem Lavafluss. Das ist mega schwer. Boah, das ist so schwer. Ein Zentimeter zu viel oder zu wenig und du wirst von Lava getroffen. Oh mein Gott, jetzt übertreiben sie es richtig. Moskito. Überlebe. Achtung hinter dir, ich kann dir nur zurufen. Aber es bringt nichts. Moskito, lauf. Ich halte sie ab. Kann ich sie abhalten? Los, wir müssen Moskito. Ich kann sie abhalten. Wir Geister können die Zombies abhalten. Ja, so ein bisschen, glaube ich. Wie geil. Jetzt stehen sie da eh nur rum. Muss halt ganz schön kalt sein. Ihr habt vollkommen recht. Das macht wirklich kaputt, das ganze Spiel. Was? Die meinten nur, die ganzen Mobs machen das Spiel kaputt, weil es nicht wirklich das Spiel ist. Ja, ist echt so. Weil man hat auch gar keine Zeit, alles zu entdecken. Wenn dann andauernd, wie da, wo wir in der Stadt waren. Ja. Dann sollen sie halt früher dieses Gift machen, ne? Dann knuddel ich jetzt eben weiter Zombies, komm her. Und ich flieg ein bisschen rum. Yay, ich hab das Jump'n'Run geschafft. Nein, wie geht die Melodie von Fuchur? Was? Dö. Ist das nicht der Drache? Ja, von Unendlicher Geschichte. Wir spielen jetzt Fuchur. So. Yay. Bam. Gage, schau dir mal dieses Jump'n'Run bei dieser Hölleninsel an. Hab ich da vorhin. Da am Lavaberg. Ich finde es immer schrecklich, wenn ich aber nicht die Truhe dann öffnen kann. Deshalb lasse ich es meistens. The fuck ist Retro? Was? Ich guck mir jetzt noch an, was es so im Sumpf gibt. Moskito, der scheinbar Inder. Ob er wohl in Indien gerade sitzt? Warte mal, da müsste es über. Da ist es früh morgens. Hey, da ist eine Kiste in der Lava. Warum möchte jeder mit mir Team? Why not? Die mögen dich alle wegen deinem Skin. Nein, nicht mit mir, nicht mit mir. Da hat ein anderer gefragt. Vorhin meinte Yoshi, ich bin einer, der wenigstens nicht scheiße wirkt, aber spiele ich immer schlecht. Also wundert mich das ein bisschen. Wir sind sowieso die Besten, auch wenn wir nicht gewinnen. Ja, der Einzige, der gewinnt, bist du, ja. Ja. Oh nein, wir wieder alleine kämpfen muss hier. Das finde ich ein bisschen heftig. Wir gucken mal. Ist da wieder Action los? Dann dürfen wir alle wieder gaffen. Zwei gibt's nur noch. Es gibt noch Soul Knight. Den kennen wir noch. Wo ist Soul Knight? Nein, Moskito. Nein. Warte. Okay, ist vorbei. Anscheinend ist die Zeit vorbei, oder was? Ja, da steht, ja. Ich wollte noch schreiben. Lass mich doch mal hier Fanboy sein. Kein Spiel. Da wollten wir aber schnell weg haben. Danke, dass wir zusammen hier einfach noch am Ende rumgeguckt haben. Wayne hat getanzt. Ein anderer spielt. Yes spielt rum. War er so ein bisschen, ne? Aber trotzdem, mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann mehr als Samen. Denn dürfen wir halt nicht in die ab 18er Version gehen von dem Spiel. Okay, irgendwann sind die Witze auch ausgelutscht. Haben die meisten eh nicht verstanden. Tschüss.